da ist er endlich, der lang ersehnte Sieg der Volleyballerinnen vom BBSC Berlin. Nach 5 Niederlagen in Folge besiegen sie nun den ETV Hamburg glatt in 3 Sätzen mit 25:18, 25:22 und 25:17. Das tut nicht nur dem Punktekonto gut, sondern gibt auch ordentlich Selbstvertrauen. Das ist einfach nur krass, wirklich. Wir freuen uns so sehr, das war so nötig, einfach mal wieder ein Sieg. Und ja, wir sind alle einfach nur richtig glücklich. Das Team von Ole Schröter in Weiß lässt sich nichts von der 1:3 Heimniederlage einen Tag zuvor gegen den SCU Emlichheim anmerken. Doch mit 6 fehlenden Spielerinnen starten sie am letzten Doppelspieltag der Saison stark dezimiert in die Partie gegen ihre Tabellennachbarn aus Hamburg. Trotzdem ändert das nichts am sicheren Auftreten der Gastgeberin. Clevere Angriffe und ein gutes Zusammenspiel als Team machen früh den Unterschied aus. Kein Wunder, dass der erste Satz mit diesem Punktgewinn von Annalena Gretz zum 25:18 an den BBSC geht. BBSC hat sehr stark abgewehrt, sie hat alles eingesammelt, was wir uns überlegt haben, unsere auch sehr gut geblockt. Wir haben nicht gut gesichert und da kommt dann immer so ein Break und dann vielleicht noch ein Annahmefehler und schon ist die Führung dann weg, ja. Trotzdem sind es die Hamburgerinnen, die zunächst den zweiten Satz dominieren und mit 5 Punkten davonziehen. Doch wieder schaffen es die Berlinerinnen, sich Punkt für Punkt zurückzukämpfen. In einer engen Schlussphase können sie auch den zweiten Satz mit 25:22 gewinnen, nicht zuletzt durch den Aufschlag von Constanze von Main, der hier ins Aus geht. Und die Berlinerinnen bleiben auch im dritten Satz fokussiert und optimistisch und profitieren von den Fehlern ihrer Gegnerinnen. Ein unglücklicher Netzabpraller von Juliana Namnek entscheidet das Spiel und bringt den Punkt zum 25:17 im letzten Satz. Ein glatter 3:0-Sieg also für die Berlinerinnen, die somit ihren 7. Tabellenplatz behalten und sich gedanklich schon einmal auf ihren nächsten Gegner vorbereiten. So, gegen Leverkusen geht es ja als nächstes. Ist natürlich auch auswärts, eine lange Fahrt und so. Müssen wir mal gucken, dass uns das nicht so in den Knochen steckt. Aber ansonsten geben wir einfach unser Bestes. Volle Pulle, volle Power. Ja, und dann mal gucken, was kommt. Nächsten Sonntag geht es dann also zum Tabellendritten nach Leverkusen. Dann sollen natürlich wieder 3 Punkte her. Das nötige Selbstvertrauen und die Stärke für die zweite Bundesliga Nord haben sie sich nun wieder erspielt.